Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ich habe letztes Mal noch mein Sphärobrett quasi fertig gelevelt und bin zurückgelaufen hier zu dem komischen Typen mit der Harfe. Und der erklärt uns kurz das Schmetterlingsspiel, das wir hier in Makalania bald spielen können. Und zwar der bunte Schmetterling, der hier, einer davon fliegt gleich neben ihm herum, der ruft blaue und rote Schmetterlinge herbei. Die roten sollten wir eher vermeiden, während die blauen wir einsammeln müssen. Und insgesamt sind es 7 blaue und wir haben am Anfang, glaube ich, 40 Sekunden Zeit, die einzusammeln. Wir sehen gleich, wie das funktioniert. Hier, das ist der bunte. Und dann geht es auch schon los, einfach laufen. Da ist schon der erste blaue. Das nicht vergessen, den roten sollten wir immer ausweichen. Das Problem ist, man sieht die roten manchmal nicht ganz so gut. Und muss man immer aufpassen, beziehungsweise man sollte sich vielleicht die Strecke vorher schon merken. Hier so und dann rechts. Ich glaube, dann gehen wir innen. Dann wieder außen. Ja, hier außen. Nein! Ich hoffe, ich habe das alle mitgenommen. So, das ist die Kiste, die wir nachher holen müssen. Einer noch? Ja, hier. Genau ausgegangen noch mit ungefähr 2 Minuten. Nein. Oh ja, es müsste sich ausgegangen sein mit 2 Sekunden auf der Uhr noch. Und schauen wir mal, was die Kiste so kann. Ja, ein MP-Spheroid. Das gleiche können wir im anderen Teil, also im ganz hinteren Teil von Makalania-Wald natürlich auch noch machen. Da gehen wir jetzt kurz eine Runde hin und ich schaue, ob vielleicht neue Gegner auftauchen. Weil ich werde sowieso nicht mehr allzu viel anderes machen heute. Ich gehe gar nicht den richtigen Weg. Oder? Oh ja, ich gehe doch den richtigen Weg. Oder auch nicht. Moment kurz. Nein, ich gehe. Oh ja, ich gehe den richtigen Weg. Der Makalania-Wald ist leider sehr verworren und ich habe immer etwas Probleme, mich hier zurechtzufinden. Ich glaube, ich bin hier fast richtig. Wenn nicht, ist es auch egal. Die ein, zwei Zufallskämpfe, die wir haben könnten hier, sind nicht so tragisch. Ich glaube, dass das so richtig gewesen ist, ja. Genau. Okay, schauen wir uns den Kampf auch nochmal an. Na, Katze. Ich bin nämlich gerade wieder. Nehmen wir das erste. Ich bin nämlich gerade wieder nicht zu Hause. Ich bin nämlich dort, wo die Katzen jetzt zu Hause sind. Und deswegen kannst du das dann manchmal kurz irgendwelche Katzenschritte hören im Hintergrund. Das ist übrigens einer der Gegner, den ich glaube ich noch nicht hergezeigt habe. Das ist Quick, glaube ich, heißt er. Schauen wir mal kurz, wie der heißt. Miss me? Na, Kusipose. Ah, egal. Kann auch nicht allzu viel, also es kann man mit jedem Charakter treffen, hat nur etwas mehr HP vielleicht. Nicht etwas, wofür man sich fürchten müsste. Okay, dann machen wir gleich mal Feuer auf den Typen. Es ist ein bisschen egal, was sie drauf zaubern, die haben so wenig HP, dass Lulu mit einem Zauberspruch die meisten sind, die ins Jenseits befördern kann. So, Teil das war noch nicht. Wir gehen mal drauf haben. Dann kommen Rico, Lulu und Auron noch. Und wie gesagt, am besten ist es mit Rico und mit Kimari immer brav zu stehen, dann hat man auch eher weniger das Problem, dass man irgendwie zu wenig Items hat. Und wenn man immer noch nicht damit fertig ist, wäre es jetzt vielleicht eine gute Zeit, seinen Limits aufzuladen. Also am besten nicht mehr verbrauchen, ab jetzt dann. Wie gesagt, da steht uns ein Bosskampf bevor und das ist nicht ganz so lustig. Oh, ich wollte gar nicht mit. Rico ist gar nicht so schlecht unterwegs. Wobei das ein kritischer Treffer war und sie dafür natürlich auch deutlich mehr Schaden macht. Autsch. Aber jetzt haben wir es mit dem. Haben wir den auch erledigt? Ich hoffe, mein Mikro ist nicht zu leise. Ich sehe das so. Oh, das sieht ja etwas leise aus heute. Egal. Wir bekommen auch immer nicht nur normale Items oder Sphäroiden, sondern auch hin und wieder irgendwelche Waffen. Das heißt, es lohnt sich auch, während man Gebiete durchquert, hin und wieder mal zu sehen, ob man nicht vielleicht neue Waffen aufgehoben hat, die interessant sein könnten. Wir haben einen Kick alleine. Wirklich das Interessanteste, aber macht ja nichts.
Nein, abhauen will ich natürlich nicht. Die Erfahrungspunkte können wir auf jeden Fall brauchen, deswegen... Fliehen sollte man in dem Spiel nur, wenn es wirklich nicht anders geht, also wenn man wirklich komplett in Gegner reingelaufen ist, die man nicht schaffen kann. Ansonsten sollte man sich die Zeit nehmen und den Kampf zu Ende führen, weil das... Die AP kann man gegen Ende des Spiels dann ganz gut brauchen, also... Was machen wir hier jetzt? Der war noch nicht dran, Lulu war noch nicht dran. Bei einem normalen Angriff schauen wir mal, wie unser... Ist das überhaupt ein Kezid, glaube ich, läuft. Oh! Das ist übrigens ein Kezid und Stein, glaube ich. Das heißt, da kann Gegner versteinern, was hier auch passiert ist. Und wenn kein Gegner mehr auf dem Spielfeld ist und versteinert, oder wenn der letzte Gegner am Spielfeld versteinert wird, dann explodiert oder zerfällt der in seine Einzelteile. Natürlich endet dann der Kampf und ich kann nicht jedem dann die Erfahrungspunkte geben, aber das macht nichts. Hier noch eine Chimera. Mal, ob wir die nicht schnell hinter uns bekommen können. Ah. Ich will eigentlich keine Wut. Das ist das einzige Mal, wo ich mir die Wut auf jeden Fall aufheben will. Weil der nächste Gegner, beim nächsten Gegner wird Lulu sehr, sehr wichtig. Also beim nächsten Hauptgegner. So, Rico, stehen. Ich habe übrigens mit Kimari deswegen zugehört, weil ich sowieso wahrscheinlich nur einmal stehen kann. Also beim zweiten Mal greife ich wahrscheinlich ins Leere. Und damit ich Kimari nicht irgendwie unnötig unten verschwenden muss, hier, habe ich ihn gleich angreifen lassen. Sonst gibt es nicht mehr wirklich bitter sind, dass die aktuellen Folgen werden wahrscheinlich etwas öde werden, oder zumindest die jetzt, weil es passiert nicht wirklich Neues und das Minispiel ist nicht allzu schwer. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht, aber mal eine gemütlichere Episode hier. Ah, immer Kimari, das geht am schnellsten, glaube ich. Auch von den Animationen her, weil die Zauberanimationen von Lulu dauern geringfügig länger als die Angriffsanimationen von Aurum, Tidus und Kimari. Das heißt, wenn man es eilig hat, von Spielzeit her, dann ist es auch manchmal hilfreich, nicht mit Lulu zu zaubern, sondern mit Charakteren, Charakteren zuzuhauen, die physische Angriffe austeilen. So, aber alle Kämpfe brauchen wir uns natürlich nicht ansehen hier. Wir sind nämlich fast schon da, wo wir hin müssen. Und zwar hier ist der farbige Schmetterling Nummer 2. Den wollen wir gleich berühren hier. Und schauen wir mal, ob ich... Naja, ich muss zuerst außen gehen und dann innen. Oh, das war der falsche. Das passiert nämlich, wenn ich in den falschen reinlaufe. Das Problem ist auch, man sieht die Farbenunterschiede hier sehr schlecht. Und wenn sowas passiert, dann kann man leider... wie ist das spezial? Man kann leider aus den Kämpfen nicht fliehen. Deswegen ist es am allerbesten, wenn wir Juno beschwören. Natürlich nicht Juno herbeirufen, oder? Was ist vielleicht Kimari? Das macht glaube ich am meisten Sinn. Einfach draufhauen mit Auron, Lulu und Kimari oder Tidus oder Waka, je nachdem. Nehmen wir hier. Nehmen wir Blitzer, das müsste eigentlich auch gehen. Die Zeit läuft nicht weiter, während man im Kampf ist, allerdings. So, nicht so gut der Blitzer. Allerdings verliert man dadurch, dass man quasi in den Kampf geht, eine Sekunde. Und die sollte man vielleicht auch nicht unbedingt verschwenden. Schauen wir mal, ob Feuerer besser geht. Normalerweise sollte sie eher so 800 Schaden machen, nicht 400. Wohl kein Glück hier. So, jetzt aber. Und ich schaue mir jetzt eher die Karte an. Ich muss nämlich innen hier vorbei bei der Kurve. Hier nicht alle Charaktere zu verwenden ist übrigens keine Schande. So, hier müsste einer sein. Hier ist ein blauer. Dann geht's weiter. Hier noch ein blauer. Ja, der ist hinten auf der rechten Seite. Dann rechts und links durch. Sehr gut. Eher außen. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Oh shit, ich verlaufe mich nämlich immer. So, da sind wir hier. Da müssen wir innen gehen. Und dann hier außen gehen. Dann ist noch ein blauer hier.
Und da hinten ist noch ein blauer. Ah, es ist sich genau ausgegangen. Wenn ich den noch irgendwie treffen würde hier. Sehr gut. Ziemlich knapp, aber doch richtig. Wie gesagt, es geht sich bei der. Am Anfang geht es sich auch aus, indem man einen Kampf oder zwei Kämpfe quasi hat. Solange man die Strecke gut genug kennt. Da haben wir eine Ether bekommen und wir gehen jetzt übrigens wieder zum Speichersphären zurück. Weil 40 Sekunden ist eigentlich mehr als genug. Wir können später nochmal hier zurückkommen und das Spiel nochmal machen mit etwas besseren Preisen. Dann wird allerdings die Zeit auch auf 30 Sekunden runtergesetzt und dann muss man nicht nur alle roten unbedingt vermeiden, sondern man muss auch. Ich überhaupt richtig? Nein, ich muss natürlich zurückgehen. Sondern man muss auch die Strecke so gut kennen, dass man nicht allzu oft in die Wand läuft, weil das kostet auch einiges an Zeit. Also dadurch, dass es wirklich 10 Sekunden weniger sind, muss man das schon etwas optimieren und etwas öfter probieren wahrscheinlich. Ich werde es dann nicht mehr herzeigen. So, das war natürlich nur ein Kampf gegen eine Chimera, die wir ja schon kennen. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich zum Wald nichts zu sagen. Und komischerweise kommen jetzt auch wieder sehr viele Zufallskämpfe, wie als würde ich die heute anziehen oder so. Was ich vorher gesagt habe, auch, ich bin heute, also eigentlich die letzten paar Folgen schon nicht mehr zu Hause gewesen, sondern bei meiner Freundin und du Katzensitten, weil meine Freundin momentan auf Urlaub ist. Und deswegen kann es auch sein, dass ihr irgendwie Katzengeräusche hört im Hintergrund, die letzten paar Folgen eigentlich schon. Auch wichtig ist, dass wenn wir hier das Minispiel machen, oder das Minigame, dann kommen wir im Sphärobett natürlich einiges weiter als wir sowieso schon gewesen wären, was uns natürlich auch freut. Es ist nicht wirklich Grinden, aber dadurch, dass man quasi zurücklaufen muss, ist es sowas ähnliches wie Grinden. Das wird auch öfter passieren als Final Fantasy X jetzt. So, was ich noch zeigen wollte, ist hier, nicht vergessen, rechts runter könnten wir theoretisch rausgehen, das geht aber allerdings erst später. Was auf jeden Fall ist, ist es hier, ich glaube hier irgendwo, müsste das Albedlexikon 15 liegen, nicht vergessen. Man könnte es später auch holen, das ist eines der wenigen, das man relativ einfach erreichen kann. Aber wenn wir jetzt schon holen können, dann sollten wir es jetzt schon holen, also hier müsste es irgendwo liegen. Und Walker steht natürlich auch hier. Und hat Holiday prices on all items in celebration of Meister Seymour Guado's wedding. Und hat natürlich Sonderpreise, nachdem er die Vermählung oder die Verlobung von Yuna und Seymour feiert. Wir könnten uns das Sonic-Schwert kaufen, dann könnten wir quasi in jedem Kampf, solange Tidus es ausgerüstet hat, in jedem Kampf als Erster anfangen. Also da kommt es nicht vor, dass wir irgendwie überrascht werden und nicht als Erster anfangen können beim Gegner. Aber es ist nicht wirklich wichtig, also ich werde mir es vielleicht kaufen, es ist eines der wenigen Schwerter, die wirklich kaufenswert sind im Spiel. Kaufen wir es einfach, also kannst du das später nochmal verkaufen. Außerdem brauchen wir es noch nicht. Too expensive, you think? Genau, ich bin eigentlich Idiot. Das hätte ich eigentlich anders auch machen können, weil wenn wir ihm hier sagen Halsabschneider, wir können ihm sagen zu billig oder gerade richtig oder Halsabschneider. Und wenn wir ihm Halsabschneider sagen, dann passiert Folgendes. Er senkt seine Preise um 25%, das heißt, ich habe jetzt eigentlich 3000 zu viel gezahlt. Ist in dem Fall jetzt egal, weil ich habe eigentlich momentan genug Geld. Ja, und wir können ihm quasi einmal 25% abluxen. Wie gesagt, die 3000 springen mich jetzt nicht um, also. Schauen wir mal. Ich werde auf dem Sphärobett auch weitermachen, es geht sich jetzt zum Herzeigen leider nicht mehr aus. Aber auf jeden Fall wird Aaron hier, das kann ich auf jeden Fall noch herzeigen. Ich werde Auron hier bringen. Ich habe hier schon die Barriere mit Tidus weggemacht, damit Auron hier einfach hergehen kann. Und dann werden wir mit Auron ganz normal weitergehen auf seinem Pfad, nämlich hier weiter. Das bringt nicht nur HP, sondern auch MP, die er zum Gemachka-Zauber natürlich auch verwenden kann. Und bei den anderen mache ich ganz normal nach Plan weiter, also da gibt es glaube ich nichts wirklich aufzupassen. Ja. Und was uns hier im Norden erwartet, was das alles mit Auron zu tun hat, sorry, und warum wir da viel Zauber brauchen werden, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.